Herzlich willkommen zur Demo vom Spiel Crime Scene Cleaner. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich möchte mit euch Tatorte reinigen. Naja, da es ein Prolog ist, gehe ich davon aus, dass wir erstmal nur einen einzigen Tatort reinigen werden. Aber da ich einen sehr, sehr großen Fan von diesem Genre bin, sage ich jetzt mal, sowohl filmtechnisch als auch alles andere, und ehrlich gesagt damals auch darüber nachgedacht habe, in diesem Bereich zu arbeiten. Nicht unbedingt im Bereich des Cleanings, also der Reinigung, aber generell in dem Bereich der Forensik, bin ich mehr als doppelt gespannt darüber, was uns dieses Spiel zeigen wird. Wir legen einfach mal los. It's open. Just come in. Hi, is Mark back home already? He should be in a few minutes. Do you want something to drink while waiting? No, thanks. Oh wow, also wir sind offenbar eingeschlafen auf der Couch mit Handschuhen noch an. Hallo, mein Süßer. Sorry, Dexter, but it's no time for a walk. Dexter! Dexter! Ach, hier ist mein Handy. Also es tut mir leid, Leute, aber Dexter ist einer der besten Serien, die ich bisher gesehen habe. I need your services, man. Son of a bitch was having an affair with my wife. So I just offed him and his entire family. The problem is I didn't really think it through, so you'll need to get rid of the surveillance footage as well. I'll send you the address over email. I just need to wash this blood off me first. That doesn't sound good, but duty calls. Okay. Also, ich dachte eigentlich, ich gehöre zu den Guten sozusagen. Also zu denen, die diese Tatorte reinigen, nachdem ein Verbrechen passiert ist. Und nachdem natürlich auch die Spurensuche und so weiter da war. Aber wir gehören anscheinend zu den Leuten, die, ich sag mal, unangenehme Überreste für andere Leute beseitigen. Oh. Ist das das Hundefutter? Grounded Beef und unten Beefy. Okay, es ist nicht das Hundefutter, aber ich glaube, ich habe das Hundefutter gerade gesehen. Ja, kann man das irgendwie benutzen? Also ich würd meinem Hund gerne was geben, sagen wir es mal so. Hier ist eine, achso, interagieren mit E. Beim Betrachten der Pracht des von Venedig inspirierten Wunders wurden die Germans dazu inspiriert, diesen Opus als Hommage an seine Großartigkeit zu erschaffen. Okay. Achso. Ah, das Kreuz heißt nicht, dass man das mit der Tastatur machen soll, sondern das Kreuz heißt, dass man das mit der Maus machen soll. Verstehe. Jo. Futternapf ist da. Die Frage ist, können wir auch irgendwie die... Achso, die Dose. Hebe auf, halten, schlage. Ich will aber eigentlich gar nicht gegenschlagen. Okay. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt eigentlich vorhatte. Nein, ich lasse immer wieder los. Anscheinend können wir es aber nicht aufmachen, so wie es aussieht. Aber ich bin ja mal neugierig. Ich meine, wir können ja jetzt nicht nur... Genau, hebe auf. Wir versuchen es einfach mal mit dem... Oh, mit dem Messer. Ich glaube, der arme Hund darf nichts mehr zu essen bekommen. Dead's Cave. Schauen wir mal hier rein. Okay, keine Aufgaben an diesen Ort. Mission von deinem Computer annehmen. Aber wir gucken trotzdem erstmal, was haben wir hier alles? Drehen, ist klar. Halten zum Werfen. Ich schätze mal, wir müssen dann später nochmal hier runterkommen. Drücken Sie T, um den Codex-Eintrag zu sehen. Oh, das ist wahrscheinlich mein Computer, oder?
Sammelobjekte. Auf Ihrem Weg finden Sie einige faszinierende Sammelobjekte. Einige davon könnten sich als Beweismittel herausstellen. Sie können diese nehmen, sonst riskieren Sie, die Mission zu verfehlen. Jedes Sammelobjekt hat ein eigenes Symbol, das anzeigt, zu welcher Kategorie es gehört. Beweis, Schlüssel, Kassette oder Story-Sammelobjekt. Sammelobjekte inspizieren. Okay. Werkzeuge. Haben wir nichts drin. Aktionen ist klar. Orte zu Hause. Charaktere. Elena. Sie ist die Tochter. Ach so, das ist, wo er jetzt gewesen ist. Sie leidet an einer schweren Krankheit und benötigt sehr teure Behandlungen. Herr Kowalski, er verlor seine Frau vor einigen Tagen und wurde ein alleinerziehender Vater. Herr Kowalski arbeitet, also wir, wenn ich das richtig gesehen habe eben, arbeitet als Hausmeister in einer Schule, aber sein Gehalt reicht nicht aus, um die Behandlungskosten für seine schwerkranke Tochter zu decken. Daher hat er sich entschlossen, zusätzlich gefährliche Jobs wie das Säubern von Tatorten anzunehmen. Ja, habe ich hier also dann richtig gesehen. Ja, das ist unsere Tochter. Fähigkeitenbaum, haben wir noch keine Punkte für. Musik gehe ich jetzt mal nicht rein, weil wegen, ne, lizenzrechtlichen Gründen. Die Maus ist auch wieder, ach so, hier ist der PC. Die Maus ist auch wieder sehr schnell eingestellt. Rom, okay. Ach, gucke mal eine an. Sollen wir vielleicht die Kassette von oben nach hier unten bringen? Moment, habe ich die... Haben wir hier ein Inventar? Auf jeden Fall nicht unter I. Ich habe die eingepackt, oder? Die Kassette. Kann ich die denn da dranhängen? Irgendwie? Anscheinend... Oh, pff. Anscheinend nicht. Hm, oder mit Tab? Nee. Ja, Tab oder... ist ja normalerweise das Inventar. Hier kann ich auch nichts öffnen. Na gut, dann gucken wir jetzt erstmal wegen dem Auftrag. Hätte ich jetzt aber schon gerne gewusst. Oh, wir haben hier Tabletten. Das ist wahrscheinlich für die Tochter, oder? Wie kann man da... Kann man da nicht ranzoomen? Oh. Falls es die Tabletten für die Tochter waren, dann sind sie jetzt weg. Okay, Computer kann ich nicht einfach so benutzen. Mission von deinem Computer annehmen. Also streng genommen steht hier gar kein PC, sondern nur ein Monitor. Den PC haben sie einfach weggelassen, auch nicht schlecht. Das ist das Internet. Also, ne? Es ist nicht das Internet selber. Oh, mein PC wollte ich eigentlich nicht verprügeln. Hm. Spiel hat gerade angefangen und ich stehe jetzt schon auf dem Schlauch. Das ist doch super. Haben wir hier irgendetwas, was wir mitnehmen können, müssen wir auch immer. Moment, Türen öffnen. Ah, okay, hier kann ich also losfahren. Oder konnte ich eben eh drücken? Ich habe da jetzt gar nicht so... Das kann natürlich auch sein. Gucken wir nochmal. Wir gucken aber erstmal kurz hier. Also, hier ist offenbar mein Schlafzimmer. Da ist noch eine Kassette. Interagiere. Gib dich dem Wind hin und lass deinen Geist im launischen Chaos der Himmel schweifen. Relax. Yeah. Oh, ich bin über irgendwas gestolpert gerade. Was haben wir hier? When my daughter's life is at stake, I'm not taking no for an answer. Okay, cool lesen. Sehr geehrter Herr Kowalski, mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen offiziell im Namen des gesamten Personals gratulieren. Heute jährt sich zum 10. Mal Ihr Arbeitsbeginn an unserer Schule. Wir alle fühlen uns sehr glücklich, Sie als Hausmeister hier zu haben. Es sind Menschen wie Sie, engagiert, fleißig, bescheiden, die wirklich den Unterschied ausmachen. Noch einmal herzlichen Glückwunsch. Mit freundlichen Grüßen, Laura Palmer, Schulleiterin. PS: Persönlich bedauere ich zutiefst, dass wir Ihnen die Gehaltserhöhung, die Sie vor einigen Wochen beantragt haben, nicht gewähren können. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Ja, man freut sich doch über solche Schreiben, wenn man eine schwerkranke Tochter zu Hause hat. Ich vermute mal, ich bin mir jetzt nicht sicher von Optik her, dass es sein könnte, dass hier auch noch Schimmel in der Wohnung ist. Sieht zumindest so ein bisschen aus, als ob der es versucht hat, hier abzukratzen und so.
Ich bleib jetzt einfach hier drin und guck mir den ganzen Tag irgendwelche Enten im Fernsehen an. Ah, ja, ist das herrlich. Sowas liebe ich. Okay, da ist noch eine Kassette. She's still in the hospital. Oh, sie ist immer noch im Krankenhaus, okay. Glatt. Kann man aber nicht so richtig. Ah ja. Swishy Swoop. So Soof. Okay. Das sind aber diese Sammelobjekte, von denen die gesprochen haben, nehme ich mal an. Oh, Dinosaurier habe ich früher auch gehabt. Da habe ich auch immer sehr gerne mitgespielt. Habe ich mich gerade erschrocken. Der sieht irgendwie sehr unheimlich aus. Oh, sie hat sogar ein Krankenbett hier zu Hause. Das ist natürlich nicht so schön, wenn man so darüber nachdenkt. Und hier ist dann das Badezimmer. Was haben wir hier? Das liegt im Keller, glaube ich, oder? Das Symbol. Kann das sein? Ja, vielleicht haben wir jetzt alle Kassetten. Oh, ah nee, doch richtig. Vielleicht haben wir jetzt alle Kassetten beisammen. Nee, er zeigt mir einen Zettel an. Nice to know, not everyone thinks I'm a loser. Herr Kowalski, ich war der Typ, den Sie vor 3 Jahren beim Crackrauchen im Badezimmer erwischt haben. Sie haben mich nicht nur nicht beim Rektor verpfiffen, sondern auch noch etwas gesagt wie, das Leben ist oft miserabel, aber Drogen machen es nur für einen Moment besser. Und das lohnt sich auf lange Sicht einfach nicht. Sie sind der Grund, warum ich eine Entziehungskur gemacht habe. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt clean. Also, danke. Sie waren der coolste Erwachsene in unserer Schule. Ich hoffe, das wissen Sie mittlerweile. Alles Gute. Erik. Ja, das ist doch mal schön. Deswegen hat er sich das wahrscheinlich auch hier dran gepinnt, nehme ich mal an. Okay, aber ich kann hier... Ja, die kann ich aufheben, aber hier kann ich leider immer noch nichts machen. Da konnte ich aber benutzen drücken. Ja, also ich hatte recht, ich war einfach nur zu doof, das zu sehen. Erinnerung an bevorstehenden Arzttermin. Schauen wir uns auch mal kurz an. Von der Klinik. Herr Kowalski, Ihre Tochter hat Ihren gestrigen Termin verpasst und ich finde das sehr beunruhigend. Beim letzten Gespräch haben Sie mir versichert, dass Elenas Gesundheit und Wohl gerade Ihre höchste Priorität ist. Bitte kontaktieren Sie mich so schnell wie möglich. Ohne angemessene Behandlung wird Elena nie wieder gesund werden. Dessen, hoffe ich, sind Sie sich bewusst. Patrick Ellis, MD. Grabrenovierung. Ich hoffe, das geht jetzt nicht um die Tochter. Nee, Frau. Okay, ich wollte gerade sagen, weil er hatte doch gesagt, sie ist noch im Krankenhaus. Herr Kowalski, ich weiß, dass es erst 5 Jahre her ist, dass Ihre Frau verstorben ist. Aber das wirklich schreckliche Wetter in Kombination mit der hohen Luftverschmutzung in unserer Region beschleunigt den Verfall von Grabsteinen. Ich kann Ihnen einen Rabatt von 20% für die Renovierung des Grabes Ihrer Frau anbieten, sodass es nur $320 kosten wird. Ja, weil man ja sonst nichts hat zu bezahlen. Das ist ein Schnäppchen, glauben Sie mir. Mhm. Hochachtungsvoll, Pete Sutcliffe. Da bin ich froh, dass ich vorgesorgt habe. Wenn ich mal sterbe, muss sich keiner um mein Grab kümmern. Weder finanziell noch sonst irgendetwas. Reinigungsdienste dringend benötigt. Aha, da ist also unsere Mission. Fahren Sie direkt zur King's Crossing Street 6 im Bezirk Creptons. Löschen Sie die Überwachungsaufnahmen. Sie werden 5 Leichensäcke brauchen. Vergessen Sie nicht den toten Mistkerl im Keller. Okay, also 2 Leute. Machen Sie es schön sauber und vermasseln Sie das nicht. Das hört sich auf. Machen Sie es sich gemütlich. denken Sie daran, Sie sind uns etwas schuldig. Mhm. Sind uns etwas schuldig. Moment, Opferzahl 5? Da war ein Kind, so wie ich das verstanden habe. Die ist wohl auch, nehme ich mal an, ermordet. Nee, kann ja eigentlich nicht. Die ist runtergekommen, nachdem der Typ sich selbst ermordet hat, oder? Ich dachte, es wären nur 2 Leute da gewesen. Hm. Ich bin mir nicht sicher. Egal, wir nehmen jetzt mal die Mission an. So, sehr schön. Beenden. Geh zum Auto. Ja, wir wissen mittlerweile, wo das Auto ist und gehen in die falsche Richtung. Moment, das war hier.
Was ist denn mit dir? Was ist denn, mein guter Kerl? Bist du ein braver Junge? Ja, ich musste dich... Ja! Pass gut auf unser Haus auf, damit keine bösen Menschen hier reinkommen und ich hier auch noch sauber machen muss oder so. So. Dann, Haus von Herrn Castle. Das ist das Ziel, ne? Mission starten. Kapitel 6. Villa-Massaker aufräumen. It was supposed to be a little cleaning trip for a not so little rich man's villa, earning myself some extra cash from a new client. Instead, it was the beginning of a devastating chain of events. Hm, das hört sich jetzt irgendwie nicht so positiv an. Und warum fangen wir mit Kapitel 6 an? Warum können wir nicht erstmal eine Einführung bekommen? Ach du Schande, wie sieht das da eigentlich aus? Fällt mir gerade so auf. Okay, er hat von einer ereignisreichen Verkettung gesprochen. Sollte ich sie nehmen? Ich weiß es nicht. Drücken Sie T, um den Kodex-Antrag zu sehen. Aufheben und werfen. Einige Dinge können beim Reinigen stören und müssen bewegt werden. Um sie aufzuheben, drücke die linke Maustaste, während du deine Hände ausgerüstet hast. Wenn du das getan hast, kannst du durch Drücken von rechts loslassen. Wenn du rechts länger hältst, wird das Ding weiter und mit mehr Kraft geworfen. Einige empfindliche Dinge können sogar zersplittern. Ja. Bringt uns das was? Eigentlich nicht. Also solange das nicht aussieht, als ob das eine Tatwaffe ist. Kodex öffnen? Ja. Muss ich das nehmen? Einen Weg in die Villa finden, entsorge die Körper. Habe ich denn kein Werkzeug dabei? Soll ich das mitnehmen, oder? Moment, ich habe jetzt gerade auf 2 gedrückt. Reinige mit dem Mob. Mülleimer? Was ist das denn? Hallo? Moment, 5 ist der Schwamm. 6 ist das Ding hier. Reinigungsmittel ist 7. 8 ist das Teil. Und 9 weiß ich nicht, was das darstellen soll. Ja, und wo ist jetzt die Axt, die ich gerade aufgenommen habe? Die habe ich nicht weggeworfen, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Ort freigeschaltet. Schwimmbecken. Oh, ich dachte gerade schon, ich werde jetzt hier... Weil das alles rot war. Leute. Holy fuck. What a bloodbath. Das ist richtig. Gibt es eigentlich sowas wie ein Wiederbeleben weiter? Nee, anscheinend gibt es keinen Dingsmodus hier. Keinen. Ach, wie heißt es? Lasse los, drehen. Müll. Drücken Sie T. Überall am Tatort befindet sich Müll, der später als Beweismittel dienen kann. Sie müssen ihn in Ihren Mülleimer einsammeln. Tab Werkzeugrad öffnen. Das hat bei mir eben nicht geklappt. Und 3 Mülleimer ausrüsten. Ah, jetzt können wir das machen. Okay. Mülleimer ausrüsten. Gut. Dann nehmen wir das hier alles mit. Ich hoffe, der Mülleimer ist groß genug. Ich bin mir nicht sicher, was hier mit dem Wasser ist, aber ich denke mal nicht, dass uns das Ding stört. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kriegen wir... Da ist sogar ein Stuhl drin. Wie kriegen wir das ganze Blut hier weg? Moment, 3. Zerbrochene Flaschen machen wir natürlich... Oh, Patronenhülsen, ganz wichtig. Bin ich auch wirklich froh und ich hoffe, das wird später auch so sein. Ah ja, und Fußabdrücke, natürlich.
Und noch eine Handabdruck. Ist ja klar. Wieso ist das rot? Wahrscheinlich, weil das voll ist, oder? Blutflecken waschen, Mob ausrüsten, Hochdruckreiniger ausrüsten, Schwamm. Also 2, 4 und 5 brauchen wir dafür. 2, 4 und 5. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Der Müll kommt doch jetzt theoretischerweise ins Auto, ne? Damit der weg ist. Wo will der jetzt mit mir hin? Der will mit mir komplett woanders hin. Werde den Müll los. Kann ja auch laufen? Ich kann auch laufen. Also ich würde normalerweise sagen, dass wir den Müll mitnehmen. Das dürfen wir aber anscheinend nicht. Okay. Ja, hier wäre natürlich Blödsinn, weil dann würden sie den ja sofort finden. Aber was soll das jetzt hier? Benutze. Leere den Pool. Ach, da wird jetzt geleert. Ah, okay. Aber ich kann hier doch nicht sauber machen, wenn der Müll noch nicht weg ist. Hm, das hatte ich gesagt. 4. Ah, okay. Ach, hier oben sind auch nochmal alles Patronen. Ach je. Ist jetzt die Frage, muss ich das jetzt nochmal mit einem Schwamm oder so wegmachen? Nee, oder? Drücken Sie T. Wasserquelle. Es gibt Werkzeuge, Eimer, Hochdruckreiniger, die Wasser für ihre Verwendung benötigen. Um sie zu... Was ist hier hinten immer? Um sie zu füllen, suchen sie nach einer Wasserquelle, markiert mit einem speziellen Symbol, das die nächstliegende anzeigt. Okay. Ja, da wissen wir ja schon, wo das ist. Wechsle die Düse. Muss ich das Ding dann mitnehmen, oder was? Oh. Halten zum Sammeln. Oh, hier unten ist noch was. Ne, das war 4. Die Frage ist, drehen, halten. Was mache ich jetzt mit dem Wasser? Achso, rechte Maustaste. Okay. Okay, okay. So, benutzen ja mit E. Schätze. Nein. Wollte ich mitnehmen. Springen wir einfach. Oh, da ist eine Leiche. Ich habe eine Leiche gefunden. Moment. Ich wollte aber eigentlich E machen. Hallo? Ah, jetzt. Wir reinigen erstmal die Leiche. Ist nur doof, dass man hier nirgendwo sieht, wie viel Wasser überhaupt noch drin ist, dass man sich darauf einstellen kann. Sie sind zu weit weg, okay. Ja, genau das meine ich nämlich. Ach so, ich hätte auch da hochgehen können, stimmt ja. So, nehmen wir das Ding mal eben mit wieder. Und rechte Maustaste. Wischen Sie das ganze Blut auf. Sind wir dabei?
Null problemo. Null problemo. Wir sind doch ein Profi am Werk. Geh mal weg, ihr Leiche. Gerade noch so, wir sind ein Profi am Werk. So, den nehme ich jetzt gleich mit. Moment. Prozent. Wo ist denn hier noch Blut dran? Da unten ist, glaube ich, noch was. Ach, hier. Ich glaube, der blutet hier irgendwie alles voll. Kann das sein? Auf jeden Fall sieht er nicht ganz gesund aus. Easy gedrückt halten zum Einsammeln. So. Werkstattschlüssel. Okay. Werkstattschlüssel. Frage ist natürlich, müssen wir hier jetzt noch irgendwas machen? Ich nehme mal an, dass wir das hier irgendwo hochstellen sollen. Frage ist nur, wohin, ne? Da hinten wahrscheinlich. Aber unser größtes Problem ist natürlich immer noch die Sache mit... Drehen wir mal. So. Immer noch die Sache mit dem Müll. Ich muss ja irgendwie den Müll loswerden. Sonst kann ich hier die Sachen nicht mehr machen. Werkstatt. Wie kommen wir denn zur Werkstatt? Das ist nur so ein Chill-Ecke. Ist wahrscheinlich auch dann Müll wegen Pizza und so. Okay, da kann ich auf jeden Fall. Won't budge. Naja. Some kind of electronic lock. Da kann ich auf jeden Fall nicht rein. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Sicherungen zurücksetzen. Müssen wir das dann in der Werkstatt machen oder können wir das? Ah, Moment. Was haben wir hier? Die Werkstatt. Sehr schön. Mr. Clean. Das sieht doch gut aus. So, was ist das? Mr. Castle, can I talk to you for a second? About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. One affair too far, Mark. Neue Verbrechensbeweise. Sammeln wir ein, würde ich sagen, ne? Das scheint mir alles unverdächtig zu sein, sonst würde der ja irgendwas anzeigen, hoffe ich doch mal. Okay. That should open the main door. Haustür. Ein Weg in die Villa finden. Entsorge die Körper. Ja, wie soll ich die Körper entsorgen, wenn ich... Ja, hier ist wieder eine Mülltonne, ne? Ich kann ja schlecht den Müll am Tatort zurücklassen. Ein bisschen Geld zusätzlich können wir natürlich gut gebrauchen. Weiß jetzt nicht, ob das so clever war, aber... Unsere Tochter ist todkrank. Da nehmen wir doch mal ein bisschen Geld mit. Sollen wir das auch wieder zumachen? Ja. Es muss ja dann so aussehen, als ob hier niemand gewesen ist quasi, ne? Machen wir die Tür mal hinter uns wieder zu. Kann man hier hinten noch irgendwo hin? Ne, da hinten ist so ein Ende. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit den Bierflaschen und so, ob wir die auch tatsächlich loswerden müssen. Also die, die nicht gebrochen sind. Jedes Mal, wenn das Rote reinkommt, denke ich, ah, Mann. Eine zarte Mischung aus Traurigkeit und Süße, die die Essenz unausgesprochener Emotionen mit ihren anmutigen Melodien und zarten Harmonien einfängt. Classical Collection. Walz in B. Ja, was auch immer. Das stehen wir natürlich auch. Gibt es ja noch mehr? Da sind Duftkerzen drin. Wenn ich schon mal hier war, ne? Warum nicht? Da hinten ist Wasser. Das können wir uns angucken. Können wir uns nicht angucken.
Rad war da noch. Ein Zeichen, aber ich kann kein E drücken und nichts. Okay. Ach so, das hier ist gemeint. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Okay. Wir kümmern uns um Jennifers Körper. Danach wird nichts mehr so sein, wie es vorher einmal war. Vor allen Dingen der Körper nicht. Hier ist Wasser, das ist gut. Aber hier ist jetzt der Ehering. Ich weiß halt nicht, das könnte jetzt ein bisschen auf mich zurückfallen, wenn ich den stehle. Stehlen. Das gesamte Spiel dreht sich um das Sammeln von Geld für die Behandlung ihrer kranken Tochter. Also habe ich jetzt nicht unbedingt was falsch gemacht. Manchmal finden sie ihre Bezahlung nicht ausreichend. Es gibt mehr wertvolle Gegenstände am Tatort und einige davon können gestohlen werden. Um einen wertvollen Gegenstand zu stehlen und ihn für etwas zusätzliches Geld zu verkaufen, bla bla bla. Okay. Machen wir die Tür wieder zu. No way through without finding that key first. Ach du Scheiße. Holla, die Waldfee. Okay. Ich dachte... Aha, mach es schön sauber, genau. Oh, aber dann weiß ich jetzt echt nicht... wie ich das mit dem Müll machen soll. Weil hier ist noch mehr Müll, den ich dann ja entsorgen muss. Entschuldigen Sie bitte, Leiche von Frau, ich weiß nicht, wie Sie heißen. Könnten Sie ein bisschen zur Seite gehen? Sie behindern meine Reinigung. Ach ja, natürlich. Es war so klar. Da hinten war irgendwo Wasser. Zack. Da. Überwachungsaufnahmen. Ach ja, scheiße. Das müssen wir ja auch noch machen. Sonst bin ich wahrscheinlich auch genauso dran. Okay, das ist der Boden. Das können wir von der Seite machen, das ist gut. Attacked by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. Es tut mir leid, aber irgendwie sieht das seltsam aus. Oh, wie so eine Puppe irgendwie. Als ob die da, Soll das jetzt heißen, dass der Kopf ab ist? Oder warum ist das so? Ich weiß nicht. Es sieht auf jeden Fall irgendwie sehr seltsam aus. Oh. Zerbrechliche Gegenstände zu schlagen. Ups, ich hätte vielleicht einen Schwamm nehmen sollen. In dem Moment, wo ich gerade gedacht habe, vielleicht sollte ich einen Schwamm nehmen, ist das Ding kaputt gegangen. Zerbrechliche Gegenstände können auf verschiedene Weisen zerstört werden, indem man sie wirft, mit einem Mob schlägt oder sie dem Wasserstrahl eines Hochdruckreinigers aussetzt. Wenn Sie versehentliches Zerbrechen zerbrechlicher Gegenstände vermeiden möchten, sollten Sie einen Schwamm verwenden. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Oder einfach ganz vorsichtig sein. gut. Ich weiß echt nicht, wie ich den Müll wegräumen soll. Also wie ich den da loswerden soll, wenn ich das nicht bei mir reinmachen darf. Ins Auto. Was ja eigentlich logisch wäre, dass ich den ins Auto tue. Oder muss ich da eventuell irgendwie den Beutel wechseln? Ach, das könnte vielleicht sein. Da hinten ist noch Blut, ne? Das habe ich gar nicht gesehen. Oh. Stimmt. Scheiße. Ja, jetzt ist das Kind eh schon im Brunnen gefallen. Jetzt können wir die anderen Sachen auch noch zerstören hier. Ach, das war... Nee, das war mein Monitor, den ich gerade gesehen habe. Na gut. Ob das jetzt aber so gut ist... Och, natürlich. Ob das jetzt so gut ist, dass ich mit einem Hochdruckreiniger das Bild da am Bearbeiten bin, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber gut, wir machen es trotzdem. So.
Das sieht schon mal gut aus. Die Lampe werde ich damit nicht kaputt machen, oder? Ich denke... Hier ist eh schon alles kaputt drauf. Das kann ich jetzt auch noch... Wir machen hier einfach alles mit einem Hochdruckreiniger und dann werden wir den ganzen Müll wegmachen. So. So. Die ganzen Sachen, die auf dem Boden liegen, müssen ja sowieso entsorgt werden. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Na gut, das müssen wir dann auch einräumen, nehme ich an. Ja, natürlich. Also gut, das Auffüllen, gebe ich zu, ist ein bisschen nervig, dass man immer hin und her laufen muss. Aber naja, gut, ich meine, ne? Ja. Ist der jetzt wenigstens voll? Das war jetzt mal eine coole Einlage, die ich jetzt so nicht erwartet hatte. Aber okay. Sag mal, was ist das hier bitte für ein Massaker? Ja. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass alles, was jetzt so rot ist, dass das noch gereinigt werden muss. Das lassen wir mal so. Jetzt ist der Idiot auch durch das ganze Blut getreten und ist dann hochgegangen. Also ich meine, ich will jetzt hier keine Tipps geben, ne? Wie man jetzt weniger oder seltener gefasst wird. Aber das ist schon ziemlich selten blöde, muss man dazu sagen. Unten ist noch was. So, das sieht schon mal gut aus. Oben müssen wir gleich mal gucken, ob wir da überhaupt noch hin müssen. Is that the surveillance room? Das ist die Überwachungs... Ah, okay. Aber da war er wahrscheinlich nicht drin, nehme ich mal an. Frauenschuhe. Na gut. So. Einmal einpacken, wobei ich sollte dann auch... So, Moment. Sammle, Tüte herausziehen. Der Abholpunkt ist der Ort, an dem Sie gefundene Körper und Müllsäcke bringen. In den meisten Fällen wird dies die Ladefläche Ihres Pickups sein, sag ich doch. Es könnte aber auch ein anderer Ort sein, abhängig von der aktuellen Aufgabe. Ihren Gegenstand zum Abholpunkt zu hinterlassen ist einfach. Werfen Sie einfach den Körper und die Müllsäcke dorthin und Sie werden sorgfältig arrangiert. Muss ich das dann nicht machen, oder wie? Na gut, wir nehmen einfach mal die Säcke mit. Das Problem wird jetzt... Achso. Das Problem wird jetzt natürlich noch sein, was machen wir mit den Körpern? Ich muss die ja erstmal irgendwie zerlegen, ne? Also wenn die wollen, dass ich... Oder soll ich den ganzen Körper da reinwerfen? Das kann natürlich auch sein. Dass sie dann entsprechend, in Anführungszeichen, fachmännisch zerlegt werden. Ich meine, ich mache jetzt hier meine Witze darüber, ne? Klar ist das... Was war das denn gerade? Klar ist das jetzt alles eine sehr... üble, heikle und eigentlich magenumdrehende Aufgabe, die ich hier habe. Aber gut, ich sag mal, ich kann da natürlich auch meine Scherze machen, weil es ein Spiel ist, wohl bemerkt. Ja, halten. Ah, jetzt. Auf dem Boden ist nichts mehr, okay. Muss ich denn nicht das Wasser wieder reinmachen? Theoretisch. Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil, Moment, da hinten habe ich das zurückgesetzt. Wo habe ich denn das Wasser ausgeschaltet? Nee, zurückgesetzt habe ich das im Werkzeugschuppen. Dann war das doch da hinten. Da müsste ich da, glaube ich, gleich nochmal das Wasser wieder reinmachen. Wobei, ne, könnte natürlich auch sein, dass die selber das Wasser rausgelassen haben. Oh, da liegt noch Geld. No need to thank me. Okay, er hat selber eingepackt, sehr schön.
So, okay, es reicht also, wenn wir die Körper einfach da reinwerfen. Gut zu wissen. Und er hat direkt schon einen neuen Müllsack da drin. Das ist auch gut zu wissen. Hier drin ist meines Wissens nach kein Müll mehr. Moment, dann gucke ich mal kurz, ob wir da das Wasser eventuell wieder anlassen müssen. Anscheinend nicht. Anscheinend reicht das, wenn wir das einfach so... Ja, okay. Na gut. Wenn die das meinen, also es kam ja jetzt auch nicht als Aufgabe da drin, deswegen... So, schnappen wir uns die Patronenhülsen. Wobei da ein paar mehr waren. Die sind jetzt hier leider so ein bisschen weggeweht quasi. Da waren doch noch mehr. Das sind doch nicht die, die da oben liegen, oder? Ich kann da jetzt nichts finden. Sammeln wir die erstmal alle ein hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht die Polizei, die schon benachrichtigt worden ist. Ich brauche Zeit, um... Das ist, wo er geschossen wurde für das erste Mal. Managed to walk a few steps and fell into the water. Aber was mich beängstigt, ist Schwimmbeckenort gesäubert. Ah, sehr schön, das steht auch drin. Das ist gut. Was mich so ein bisschen beängstigt, also jetzt so, dass wir nicht erwischt werden quasi, ist die Tatsache, dass, ist das von drin oder von draußen? Das ist von hier. Dass so viele Kugeln geflogen sind, ne? Also, ich bin ganz ehrlich, ach, das ist da drunter, oder? Ich bin ganz ehrlich, das ist eigentlich, naja gut, er hat jetzt auch nichts anderes behauptet, muss man dazu sagen. Es ist eigentlich ja ein Zeichen dafür, dass es eine persönliche Angelegenheit war. Also dass man, ja wie soll ich das sagen, ich komme gerade nicht auf den Ausdruck, dass man, ich komme echt nicht auf den Ausdruck. Also dass es ein emotionaler Mord war quasi. So, Moment, einmal Tüte herausziehen. Ich stelle die jetzt erstmal hier ab. Ich gehe nachher nochmal hier rum. Okay, dann verstehe ich aber auf jeden Fall auch, weshalb der gesagt hat, dass ungefähr 5 Tüten reichen sollten. Macht er das automatisch, wenn ich da draufklicke? Macht er anscheinend... Oh, oh. So. Den darf man natürlich nicht übersehen. Was ist hier mit der Lampe? Die ist aber nicht kaputt, ne? Wenn ich das richtig sehe. So. Das kann ich zurückstellen. Hallo? Ah! Ah ja. Ja, ja, okay. Verstehe, warum ich das nicht zurückstellen kann. Das habe ich nicht gesehen. So, die Frage ist jetzt... Nein. Ach. Der zeigt... Ach, hier hinter. Ich wollte gerade sagen, der zeigt mir doch irgendwas Blaues an. Das finde ich aber sehr, sehr gut, weil es kann natürlich sehr schnell mal passieren. Halten, repariere. Aber der repariert nicht. Wenn ich das gedrückt halte, passiert gar nichts. Das ist nicht gut. Setzen wir das erstmal hier hin. Wieso geht das nicht? Da ist doch nichts mehr dreckig dran, oder? Also würde ich jetzt sagen, dass das... Nee. Anscheinend war irgendwo noch ein Spritzer oder sowas drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das... Oh, ich drücke immer auf die 4. Auf jeden Fall hat er es nicht angenommen. Das finde ich aber gut, dass der jetzt nicht sagt, so nach dem Motto, wir überlassen dich jetzt ganz deinem Schicksal. Vielleicht macht er das auch später, nach dem Prolog. Also wenn man das Spiel selber spielt in dem Sinne. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich möchte es, glaube ich, dann auch gar nicht herausfinden. Weil so ist es mir natürlich lieber,
Wenn der dann immer sagt, hier, du hast da was vergessen, kümmere dich noch darum. Oh, je, schon wieder. So. Ja, jetzt sind da natürlich noch Sachen bei, die eigentlich nicht hätten sein müssen, ne? Oh, Moment, das ist ein Handy. Das wollte ich eben schon anklicken. Moment. Halt. Ich sehe da gerade was. So. Ja, es ist sehr mühsam, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Also, es würde jetzt keinen Spaß machen, in der Realität so ein Tatort zu reinigen, muss ich jetzt dazu sagen. Ach so, das ist jetzt nur umgefallen. Okay. Ach, und schon wieder ist es voll. Alleine deswegen macht es schon keinen Spaß in der Realität, wenn ich da hier dauernd irgendwelche vollen Sachen habe. Das muss ich gleich nochmal eben aufstellen. Ich hoffe mal, dass sich das Ganze hauptsächlich hier unten abgespielt hat. 81 Gegenstände, die noch, also die insgesamt weg müssen. Ich schätze, mein Großteil, wenn nicht sogar alles, liegt hier oben. Auf jeden Fall werden auch die Sachen gezählt, die ich aus Versehen kaputt gemacht habe. Das ist schon mal gut. Knife my wife. Okay, das wären dann 4 Beutel. Aber wir haben noch mehr, das ist gut. Ich bin ja vorausschauend und nehme immer ein bisschen mehr mit, wenn ich einen Auftrag annehme. Ist ja klar. Ich meine, die Leute müssen sich ja darauf verlassen können, dass ich meine Arbeit auch richtig gut mache. So, Moment. Das einmal. Das tun wir auch hier. So, das da und das hier. So, zack. Und das räumen wir wieder weg. Schauen wir uns das hier mal eben an. Wenn du diese gekauft hast, vielleicht hättest du deine Familie gerettet. Ja, wahrscheinlich nicht. Best Kitchen Knives. Ach so, das ist auf die... Jetzt verstehe ich das. Ich dachte gerade, das wäre eine Anleitung zum Töten oder sowas. Okay. Ich habe nichts gesagt, behaupte das Gegenteil. Kann man den? Doch, jetzt steht's. Okay. Hallo, lass los. Frage ist... Oh, oh. Frage ist... Nein! Oh. Alter, ist doch nicht dein Ernst hier. Frage ist, wo hat das gestanden, wollte ich eigentlich sagen. Mann. So, da steht alles oben. Dann Handy. Tried to make that call, but ran out of time. Ja, das sammeln wir natürlich. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Der Angreifer ist aber nett gesagt. Ich meine, immerhin ist das unser Auftraggeber gewesen, der Angreifer, ne? Und eigentlich hat er ja auch schon ein paar Takte dazu gesagt. Ich denke, jedes Mal, da stehen welche, wenn ich hier rumkomme. Ich meine, da stehen ja auch welche, aber es sind halt eben nicht die... Das sind halt eben... There you go. Da hast du, genau. Die Axt ist aber tatsächlich weg. Hm. Na gut. Ich glaube, das war auch mehr so zum Üben hier mit der Axt. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, die braucht man, um die Körper zu zerstückeln oder so. Aber anscheinend braucht man das gar nicht. Man muss die nur mitnehmen. So, Moment. Das machen wir wieder. Gehst du da rein? Einmal das. Das nehmen wir mit. Okay, wir sind so weit, dass der ganze Müll so weit durch ist. Haben wir das auch hingestellt. Das stellen wir auch mal wieder richtig hin. Das auch. Das steht auch alles richtig. Ich muss ja gucken, ne? Ich bin ja Perfektionistin. Müssen wir gucken, dass wir das auch alles richtig gut hier haben.
So, sollen wir auch den Kühlschrank mal kontrollieren? Ne, den können wir nicht aufmachen, ne? Aber hier hinter scheint noch irgendwas zu sein. Oder ist das die... Gucken. Keller. Hat der nicht... Jesus, that one was tortured. Ich wollte gerade noch sagen, hat der nicht irgendwas vom Keller gesagt? Okay. Bohrmaschine. Mhm. Neue Verbrechensbeweise. As if one wasn't enough. Hat der mich jetzt erschreckt? Alter, was springst du hier auf einmal so rum? Geht das nicht? Jetzt ist der natürlich nicht voll. Okay, schätze, das muss mit was anderem gereinigt werden. Aha. Was haben wir denn da hinten? Da werde ich noch nachgucken müssen. Okay, den stellen wir erstmal wieder hier hin. Zack. Die nehmen wir natürlich mit. This was not a drill. Die können wir liegen lassen, wobei das natürlich auffällig ist, wenn hier Bohrer sind und keine Bohrmaschine. Moment, dann gucken wir hier noch eben. Candy for breaking bones. Na gut, wenn man die Leiche nicht hat, muss man jetzt dazu sagen. A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see it was deeply persönlich. So that must be Mark. Hi, Mark. Ja, das war das, was ich meinte, dass das ein sehr persönlicher Mord gewesen ist. Das hat er zwar schon gesagt, in dem, was er da in der Nachricht gesagt hatte, aber das war das, was ich meinte, das Wort, was mir eben nicht eingefallen ist. Gut. Mal schauen, wann wir hier fertig sind. Also es tut mir leid, wenn das Ganze hier lange dauert, aber zum einen natürlich fasziniert es mich auch. Also nicht der Mord oder dieses Säubern oder so. Sondern, ja, also eigentlich ist es ja was, was man kennt, worauf man achten soll. Gleichzeitig ist das aber auch wieder sehr interessant, mal zu sehen, wie so ein, ja, ich sag mal, illegaler Cleaner, also nicht die, die offiziell bezahlt werden, nachdem die Polizei da war, wie die das Ganze so handhaben. Ich kann da nicht mehrere nehmen, oder? Oh, Moment. Also zwei zusammen geht wohl, aber anscheinend drei geht nicht. Wenn ich das jetzt gerade richtig gesehen habe. Na gut. Schmeißen wir das auch mal mit hier rein. Sollte eigentlich ein gutes Zeichen sein, dass das jetzt geknallt hat, weil das war ja eben auch schon so. Wo ist der letzte? Der ist jetzt hier. Moment, dann nehmen wir die Flasche noch kurz auf. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie sehr viel Alkohol trinken hier. Ja, wo kann die jetzt gestanden haben? Keine Ahnung. Ah, hier. Nee, auf der anderen Seite. Hä? Ach so, muss ich das erst ranrücken oder was vielleicht? Kann ich das hier nicht? Moment. Kann das sein? Ah, okay. Ja, aber das Geld wird auch niemand bemerken, wenn es weg ist. So, okay. Überwachungsaufnahme haben wir auch noch. Wir wollten jetzt aber kurz erstmal den Müll hier noch wegbringen. Beweise sammeln brauchen wir noch. Einen hier oben. Vielleicht ist das ja jetzt auch das Überwachungsband mit gemeint. So, zwei Körper müssen wir allerdings noch finden. Es sind jetzt drei da hinten gestapelt, obwohl ich vier drin habe. Naja, gut. Also, Müll ist soweit fertig. Entsorge die Körper, kommt natürlich noch was. Wir müssen hier noch einen Beweis sammeln und acht Möbel noch an ihren Platz stellen. Also ich denke mal, dass hinten
Ach so, Moment, das gehört gar nicht hierhin, oder? Ah, so. Okay. Das würde dann heißen, die Flasche gehört hier aber auch nicht hin. Oh nein. Leute. Wo gehört denn die Flasche hin? Hallo? Oder ist das mit der Flasche egal? Aber wir haben ja noch 7 andere. Wische das Blut auf. Irgendwo fehlen noch 2%. Oh, das ist jetzt gemein. 2%. Waren das die 2%? Nee. Was ist hier mit dem Stuhl? Können wir die einfach so irgendwo hinstellen? Oder... Hier liegt auch noch einer. Ich denke mal, dass die Stühle hier auch noch an irgendeinem Ort stehen müssen. Hier ist noch Blut dran, ne? Ah, jetzt sehe ich es. Es war so im Dunkeln. Okay, also das Blutbad ist schon mal... Was sehen meine müden Augen denn da? Blutbad ist schon mal beseitigt. So. Wir kümmern uns erstmal über die um die Überwachungsaufnahmen. This message didn't age well. Okay, das war dann ein erneuter Beweis. Okay. Sie versuchen, auf einen geschützten Ordner zuzugreifen. Authentifizierung erforderlich. Manuelles Hacken oder Brute Force Hacking? Geschätzte Zeit. Wenn ich jetzt rausgehe, ist jetzt die Frage, ob der das dann direkt abrechnet oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich werde mal hier drin bleiben, werde das mal runterrattern lassen und ja, werde das dann so schneiden, dass wir direkt am Ende sind, dass der gleich durch ist mit dem Hacken. So, damit sind die Aufnahmen freigegeben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, kann man die vorher nicht ansehen? Es wäre nicht, ach so, Moment. Die Frage ist jetzt natürlich, den 10. müssten wir auf jeden Fall löschen. Die Frage ist, müssten wir davor auch noch irgendwas löschen? Ich denke mal. Ich beende das mal kurz, um mal kurz was zu gucken. Überwachungsaufnahmen löschen. Ja, steht immer noch da. Also denke ich mal, dass wir alle löschen müssen. Warum, weiß ich nicht, weil das sind ja mehrere Tage. Und im Endeffekt geht es ja, so wie ich es verstanden habe, nur um heute. Aber gut. Löschen wir einfach alle Aufnahmen. So, dann haben wir noch 2 Körper, die wir entsorgen müssen und noch 7 Möbel, die wieder in ihren Platz müssen. Was haben wir hier? So much for healthy living. So viel zu gesunden Leben. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten. Ich sollte mindestens 7 Kilo abnehmen, um mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren, mindestens 4-mal pro Woche. Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer. Verdammt nochmal. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss Teen, oder? Ist das jetzt eine Frau oder ein Mann? Weil da steht Fitnesstrainer und dann Miss Teen, hä? Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressiva alleine reichen nicht aus, das weiß ich jetzt. Bedenken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag viel Kraft. Tja. Ich weiß halt nicht,
wie gut das ist, wenn ich jetzt den ganzen Schmuck stehle. Das sehen meine müden Augen noch gerne. Das auch. Das sind wahrscheinlich die Antidepressiva oder so. Okay. Da kann man nichts aufmachen. Hier unten kann man auch nichts machen. Also es lohnt sich dann doch schon, auch die ganzen Schubladen mal durchzusehen. Das kann man leider nicht öffnen. Das auch nicht. Na gut. Möbel an ihren Platz zurückstellen. Das Problem ist halt, ich weiß so auf Anhieb natürlich nicht, wo die Sachen hingehören. Ja gut, der gehört wahrscheinlich hierhin. Das ist offensichtlich. Die sind jetzt natürlich wieder umgefallen, was jetzt nicht so toll war. Was aber, glaube ich, grundsätzlich eigentlich egal ist. Also nicht, dass die umgefallen sind, sondern wo wir die hinstellen. Gibt es hier keinen Messerblock oder sowas, ne? Möbel an ihren Platz zurückstellen. Können wir hier noch irgendwas machen? Ah. Okay, dann haben wir schon mal eine Sache. Ich dachte, der steht jetzt so im Raum. Keine Ahnung, warum. Okay, da haben wir alle. Ach, oder kommen die vielleicht hier vorne an den Tisch ran? Ah, gut. Dann haben wir schon mal wieder drei mehr. Sehr, sehr gut. Wo ist denn... Gibt es hier nicht noch einen vierten von? Moment, ich guck mal kurz. Ja doch, hier muss es noch einen vierten geben. Der irgendwo... Ach, hier hinten. Und der jetzt hier steht? Ich weiß es nicht. Oder sollen wir die Schuhe dann tatsächlich doch auch da reinstellen eventuell? Hier stehen auch Schuhe. Ne, die können wir aber nicht aufheben. Das dürfte die Eingangstür sein. Ah, sehr gut. Dann haben wir das Erdgeschoss schon mal fertig. Erster Stock freigeschaltet. Oh je, okay. Nehmen wir direkt die ersten Spritze. Ja. Okay, da sollten wir vielleicht... Obwohl, können wir das nicht auch so? Die Frage ist, ist der Schwamm unendlich? Weil dann würde ich das gerne mit dem Schwamm machen. Wobei es natürlich mit dem Hochdruckreiniger schneller geht, denke ich mir mal. Ach, der ist hier hingelaufen? Moment. Okay, keine Ahnung, was der jetzt hier genau gemacht hat. Schwamm. Den muss ich wahrscheinlich auswaschen, so wie es aussieht. Haben wir aber nichts anderes. Muss ich mit nach unten gehen, ne? Die hatten nur hier das eine Badezimmer, nehme ich an. Nee. Hä, wie kann ich denn... Ich
kann auch das Wasser nicht laufen lassen, oder muss ich das doch hier mitmachen? Nee. Hm. Keine Ahnung. Muss ich das mit dem Hochdruckreiniger machen? Aber wie ich den dann sauber kriege, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Oder ist das ein Eimer? Aber was für ein Eimer das ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Ach, oder kann ich... Moment, kann ich da Wasser reinmachen für den Mob wahrscheinlich, ne? Das... Och, nein, oder? Ist das jetzt euer Ernst? So, ich muss ja so oder so hier nochmal rum. So. Dann sammeln wir erstmal die Sachen hier auf. Moment. Sind wir da? Tearful nihilism. Is that what makes this whole ride worthwhile? Tyler Pitt, hey Edgelord, entspann dich mal. Ein fröhlicher Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten werden. Okay. Da wird Wasser angezeigt, aber das ist das von unten, nehme ich mal an. Hä? Oh, jetzt sag mir nicht. Jetzt sag mir nicht, ich habe das noch unten stehen. Mein Hochdruckreiniger. Hä? Hä? 4. Wieso? Ich habe keinen Hochdruckreiniger mehr. Ja, aber wo steht der denn? Ich bin verwirrt. Mein Hochdruckreiniger ist weg. Jemand hat mir meinen Hochdruckreiniger geklaut. Hilfe, ich muss die Polizei rufen. Ach, Moment. Der Keller war ja noch nicht fertig, ne? Ach, den habe ich komplett vergessen. Da ist mein Hochdruckreiniger. Haha, okay. Ach, das war das, was ich nicht wegkriege, genau. Moment, dann, nee. Nehmen wir den erstmal mit. Die große Frage ist jetzt, wie kriege ich das hier? Mit dem Mob vielleicht? Reinigungsmittel. Ah. Ja, ich würde es gerne benutzen. Aber der wackelt da nur mit, hä? Ach so, in den Eimer gießen. In den Eimer. Okay, Moment. Eimer. Eimer ist auf 6 und wo war das jetzt? Auf 7. Macht er trotzdem nicht. Ja. Das ist aber doch mein Eimer. Ich habe keine Ahnung. Moment, machen wir erstmal den Kodex auf. Hacken. Hacken hatten wir schon. Zu Hause, Wasserquelle, Kunde aus der Villa. Interaktion, Werkzeuge, Quest, Reinigungssinn. Oh. Der Sinn des Reinigers ist eine besondere Art von Intuition, die ihn... Ach so... die ihnen sehr dabei hilft, den Tatort perfekt zu polieren. Von Zeit zu Zeit können sie eine spezielle Art von Vision aktivieren, die jedes Element des Tatorts hervorhebt. Ach, auch die Sachen, wo es hinkommt. Ach so. Reinigersinn verwenden es mit Q. Das ist gut zu wissen. Das hatten wir ja im Endeffekt schon alles. Reinigungsmittel. Ich schreibe mir mal eben Q auf, sonst vergesse ich das wieder. Q ist Sinn. Reinigungsmittel sind Zusätze, die Sie verwenden können, indem Sie sie in einen gefüllten Eimer Wasser gießen. Sie können verschiedene Effekte haben, wie zum... Ach so, gefüllten Eimer. Ah, dann liegt es da dran. Okay, dann machen wir das, was ich eben eigentlich schon machen wollte. Den Eimer einmal füllen. Oder auch nicht. Ich habe die falsche Maustaste gedrückt. So. Dann nehmen wir den einmal mit nach unten.
Moment, da muss ich mit nach unten gehen, ne? Genau. So, dann Reinigungsmittel. Und ich denke mal, dass wir dann den Mob nehmen müssen, oder? Ja. Sehr geil. Okay. So, Keller, keine Aufgaben an diesem Ort. Was ich aber gerne mal machen würde. Das sieht mir so. Ich weiß ja nicht, was der Kerl hier gemacht hat. Wir stellen das mal eben zur Seite, sodass ich da eventuell durch kann. Uhu, was haben wir denn hier gemacht? Looks can be that deceiving. Das ist ja... Also das ist jetzt mal eine richtige... Ich meine, gut, das ist eine kleinere Einnahmequelle, ne? Yes, totally worth it. Da bin ich doch sehr, sehr positiv überrascht. Ich hätte es auch fast vergessen, ehrlich gesagt. Ich habe gar nicht mehr an den Keller gedacht. Bis ich dann festgestellt habe, Moment, da war doch noch was. Keller, ne? Ah, sehr, sehr geil. Okay. Jetzt habe ich Blut geleckt, ne? Jetzt muss ich ja erstmal jede Ecke noch überprüfen. Was war das? Eigentlich nichts. So, sehr schön. Ich würde sagen, wir stellen das dann auch wieder hier vor. Ich meine, jeder, der hier reinkommt, sieht das sofort, ne, wenn er nicht ganz doof ist. Aber machen wir trotzdem wieder davor. So, das nehmen wir jetzt mit nach oben, weil Keller, der Keller scheint ja durch zu sein. Und ich glaube, oben hatten wir jetzt ja auch eine Ecke, wo wir eventuell das Zeug noch brauchen. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Stellen wir es hier erstmal ab. Nee, das war der. Ja, das ist ein bisschen nervig, das ganze Kleinzeug hier wieder reinzutun. Aber auch das gehört natürlich dazu, wenn man einen perfekten Tatort hinterlassen will. Also perfekt für denjenigen, der was gemacht hat, meine ich. Deine Sorgen waren legit. Dad hatte eine Affäre und fuckte die ganze Familie durch Accident. Oh, versehentlich ruiniert. Okay, was ist los, Mabel? Ich drehe gerade durch. Warum? Ich glaube, Papa hat eine Affäre. Habe ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Es war nicht Mama, da bin ich mir sicher. Mach dich nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht. Vielleicht hast du recht, vielleicht bin ich auch sicher. Okay. Was machen wir jetzt hiermit? Manchmal erscheint ein Faustsymbol, das darauf hinweist, dass etwas weiter zerbrochen werden muss. Das ist der Moment, in dem Sie sich Ihrem Ziel nähern sollten, zum Beispiel eine Tür, und sich auf einen kräftigen Schlag vorbereiten. Es kann mehrere Schläge benötigen, um das Objekt vollständig zu zerbrechen. Wenn Sie im Fertigkeitenbaum eine Axt freischalten, können Sie sie verwenden, um Gegenstände schneller zu zerstören. Okay. Ach du Schande, okay. Das schmeißen wir dann einfach auch mal alles in den Müll, ne? So, da hier schon was von mir steht, schmeiße ich das jetzt erstmal hier rein. Eieiei, Leute, was habt ihr denn da gemacht? Das heißt, das war ja nur einer, das war ja nur unser Klient. So, nee, das ist kein Müll. Oh Gott, okay. Oh. Es... Ups. Ich wollte eigentlich gerade sagen, es ist auf jeden Fall realistisch gemacht, weil meine Fußabdrücke nämlich jetzt auch da drin sind, aber neue habe ich anscheinend nicht hinterlassen.
Oh Gott. Aber anstatt, dass ich hier zu Ende sprechen kann. Ja. Ich glaube, wir sind hier irgendwie bei den Ghostbusters oder so. Ich weiß es auch nicht so genau. Anstatt, dass ich aber... Wie war das jetzt so einpacken? Dass ich dann zu Ende sprechen kann, mache ich hier nur Scheiße irgendwie. Ich weiß auch nicht. Okay. Ich weiß auch gerade gar nicht mal, was ich sagen wollte, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, Moment, benutzen. Aber es ist zumindest realistisch gemacht. Also, das habe ich nämlich eben schon gedacht. Was ist denn, wenn ich jetzt da durchlaufe? Da muss ich ja logischerweise auch Fußabdrücke hinterlassen. Und ja, das tue ich sogar. Hatten die nicht hier oben auch ein Bad? Also muss ich jetzt wieder nach unten laufen. Ist ja gut, dann nehmen wir den halt mit. Und setzen den hier hin. Ja, natürlich. Es war so klar. Es war so klar. Okay. Es war jetzt aber nicht die Axt, die ich jetzt gefunden hatte, oder? Hallo? Mach das mal ganz zu hier. Ja, aber es sind immer noch Blutspuren zu sehen. Achso, das ist Müll. Okay, das können wir dann gleich machen. Das nehmen wir mal mit nach hier. Das auch, weil ich denke mal nicht, dass die Couch dahin geschoben wird. Genau, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass das... Oh, ich habe die Frauenleiche gefunden. Okay, machen wir das mal. Zack. Ach, das war eine Lampe. Okay. Die Lampe ist da hinten in der Ecke gewesen. Dann stelle ich die erstmal hier hin. Und die Teile mache ich schon mal weg. Bevor ich das jetzt nochmal auffülle. Ich meine aber doch, ich hätte hier oben auch noch ein Bad eben gesehen. Oder meine ich das jetzt nur? Ich bin zugegebenermaßen jetzt nicht mal hundertprozentig sicher. So. Können wir das nicht einfach... Ah nee, dann schmeiße ich nachher unten noch was kaputt. Bei meinem Glück, ich werfe das dann runter... Und mach dann unten erstmal die Hälfte wieder kaputt oder wirf alles auf den Boden von den Sachen, die ich halt eben nicht ja, runterwerfen wollte. Was ist mit dir? Du kannst da stehen bleiben, glaube ich. Okay, Moment. Dich packe ich ein. Okay. Ich würde sagen, ich habe die nächste Leiche gefunden. Ich mache die Tür so lange mal wieder zu. Gut, gehen wir erstmal unten ins Badezimmer wieder rein. Es ist aber wirklich ein bisschen nervig, diese langen Wege. Vor allen Dingen, warum haben die nur ein Badezimmer in diesem großen Haus? Das finde ich ein bisschen seltsam. Weil der Typ scheint doch Geld zu haben. Wieso hat der dann nur ein Badezimmer? Aber gut. Oder ist das hier auch ein Badezimmer? Nein! Oh, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ah, okay. Gut, erstmal hier die Spuren weg. Da unten ist auch noch was. Und ich meine, ich hätte hier vorne, genau, auch noch einen Fleck gesehen. Kann ich das öffnen? Ups. Das ist aber der Eingangsbereich irgendwo. Ich glaube, ich komme da hin. Außerdem zu meiner Verteidigung, er hat es viel zu spät gesagt.
Ach so, das ist zum... Ich wollte es eigentlich lesen, aber ist okay. So, machen wir das hier mal wieder zu. Können wir nicht mehr? Doch. So, hier ist nichts passiert. Nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Hier kann man nichts öffnen. Oh, hier ist aber noch was. Den nehmen wir doch mal mit. Und das machen wir kurz sauber. Ja, das war klar. Macht nichts. Wische das ganze Blut auf 68%. Oh. Ich wollte gerade noch sagen, fällt das denn nicht auf, wenn der Laptop total nass und kaputt ist? Aber ja. Okay. So, die Frage ist jetzt... Ach, das ist... okay. Gut, da sollte die Lampe drauf. Können wir das denn nachher noch aufmachen? Nee. Aber wir können was stehlen. Ja, und ich muss leider etwas entsorgen. So. Moment. Keeping calm is the best I can do. So, 12 Möbel haben wir noch, die wieder an ihren Platz müssen. Wobei hier auch noch ein Blutsfleck drauf ist. Moment. Wobei mit Wische das ganze Blut auf, meinen die, denke ich mir mal, in erster Linie das Blut im anderen Zimmer noch. Hm, müssen wir da... Oh, hier ist auch noch Blut. Moment. Sehe ich jetzt erst? Jetzt weg. Okay, das ist alles klar. Das habe ich nicht gesehen. Und die Kissen scheinen aber dabei egal zu sein. Okay. Packen wir das wieder ein. Moment. Das stellen wir erstmal hin. Das. Das. Das war ja eigentlich auf dem Bett. Das tun wir da auch mal wieder hin. Moment. Nee, da war kein Blut dran. Ich dachte gerade schon. So. Ist das Blut? Nee. Also ich glaube, ich denke, dass dieser Raum jetzt fertig ist. Klar, Müll muss ich jetzt natürlich noch. Das war das Bade... Achso, das könnte ich aber mal kurz auffüllen, weil das brauche ich jetzt auf jeden Fall drüben noch. Dann gibt es ja irgendwo einen Schlüssel. Hier. Waschküchenschlüssel. Neuer Story-Gegenstand. Okay. Hier kann man nichts machen. Hier liegt auch nicht zufälligerweise irgendwo Geld im Badezimmer rum oder so. Mal eben hier die Spuren beseitigen. So, Freundchen. Dann komm mal mit. Wir haben ja noch ein ganz frisches Zimmer zu reinigen. Hallo, wieso zwanghafter Spieler? Das nehme ich jetzt persönlich. Gut, okay, bei mir im Zimmer sieht es nicht so aus. Hier ist anscheinend nichts. Nur da, wo er umgebracht worden ist. Oh je. Sollte vielleicht gleich erstmal die Leiche entsorgen. Nur ich will halt eben
nicht, dass ich jetzt hier irgendwie durch das Blut durchlaufe oder so. Ist auf jeden Fall sehr hartnäckig. Und es ist ein Streamer, das kann ich euch auch sagen. Just imagine playing some FPS wegen dem Greenscreen. Okay. Ich will den jetzt auch nicht irgendwie hier runterschmeißen oder so. Die Leichen sollte ich sofort entsorgen. Ach so, die eine ist ja noch... Ist da hinten rechts, glaube ich, runtergefallen, ne? Müssen wir nochmal eben gucken. Ja, also für einen Prolog, muss ich sagen, konnten wir bisher schon sehr, sehr lange spielen. Finde ich aber auch gut. Nimmt er das an? Ja. War schön, dich nicht gekannt zu haben. Ja, super. Ist auf jeden Fall besser, wenn man so eine Leiche beseitigen muss, glaube ich. Ja, genau. Ach, na super. Das war ungefähr der Grund, denke ich mir mal, weshalb er wollte, dass die nicht runterfällt. Jetzt sag mir nicht, ich habe den Hochdruckreiniger irgendwo stehen gelassen. Hä? Hallo? Ich habe den doch mitgenommen, oder nicht? Wo soll der denn stehen? Oder steht der... Nee, der steht, glaube ich, tatsächlich noch im Raum, ne? Aber umgeworfen. Ich glaube, dann habe ich den nicht mitgenommen, weil ich die Leiche gerade transportiert habe. Das kann natürlich auch sein. So, das schmeißen wir mal eben hier in den Eingang rein. Dann haben wir es gleich nämlich nicht mehr so weit. Weil, so langsam aber sicher, sollten wir ja mal bald zum Ende kommen. Och, das ist jetzt nicht euer Ernst. Warum ist der jetzt leer? Ach, nichts als Ärger hat man hier heutzutage als Tatortreiniger. Nichts als Ärger. So. Gehen wir mal wieder zurück. Das sollte ja eigentlich ja... Nee, weiche Landung war das definitiv nicht. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch Blut? Ich würde nämlich erstmal gerne die Leiche entsorgen. Muss ich nur ein bisschen vorsichtig sein. Ich hoffe, die Leiche blutet mir jetzt hier nicht aus, wenn ich die jetzt hier rüberbringe. Das wäre nämlich nicht so dolle. Jetzt haben wir hier auch nochmal fast 30 Müll oder was? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr so richtig gesehen. Was jetzt wieder Neues an dem Ort hier, was ja eigentlich gar nicht so war. Ja. Okay. Leichen haben wir schon mal alle entsorgt. Sehr schön. Müllsäcke werden noch entsorgt, aber das mache ich dann als letztes, dass ich die anderen Säcke mitnehme. So, das knallt dann nach hinten rein. Okay. Zwei haben wir noch oben liegen, laut der Anzeige hier. Was das jetzt ist, weiß ich nicht genau. Warum zeigt er mir hier drei Meter? Machen Sie Fotos in Schwimmbecken? Hä? UV-Lampe? Taschenlampe? Wie soll ich denn Fotos in Schwimmbecken machen? Luftreinigungswerkzeug, das nahegelegene Flecken schwächt.
Ach, das war das Ding. Okay, haben wir das dann auch schon mal festgestellt? Moment, interagieren. Er. Oh! Okay. Er sagt Fotos in Schwimmbecken, aber steht 0 von 2. Ach so, ich muss das Blaue haben. Ah. Warum steht da 1 von 2? Ich glaube ja nicht, dass das jetzt nochmal zählt, wenn ich dann nochmal ein Foto mache. Da ist noch eins. Okay. Gut. Machen Sie Fotos im Keller. Ja. Kein Thema. Machen wir. Aber ich muss mich erstmal hier noch um den restlichen Müll kümmern. Ach, das müssen wir erstmal wieder kaputt machen. Okay. Damit das dann zerkleinert wird. So, dann ist das Ganze schneller entsorgbar. Oder auch nicht, weil wir hier schon wieder draufhauen müssen. Oh, Leute. Jetzt können wir die Sachen immer noch nicht nehmen. Warum nicht? Hier müssen wir auch nochmal kaputt machen. Ach so, weil der Sack voll ist. Och, wieso sagt mir das denn keiner? Ja gut, bei der Größe ist das wahrscheinlich normal. Ne? Wenn größere Sachen reinkommen, ist das Ding wahrscheinlich schneller voll, damit es halt auch ein bisschen realistischer ist, nehme ich an, als wenn kleinere Sachen reinkommen. Ja, ja, und schon ist wieder... Oh Gott. Schmeißen wir erstmal die Müllsäcke hin. Die muss ich dann aber tatsächlich auch ein bisschen in den Eingangsbereich legen, weil sonst vergesse ich die nachher noch. Ich meine, eigentlich sollte man sie nicht vergessen. So, komm. Ich will das einfach nur mit dem Müll mit wegtransportieren können. Ich habe ja nichts davon, wenn ich das jetzt hier irgendwo an den Rand stelle oder so. Och, schon wieder. Willst du mich denn... Achso, das hat er größer gemacht. Okay. Ja. Hätte mich jetzt... Oder ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich jetzt gewusst hätte, wie ich das jetzt hätte vermeiden können. Weil er hat es leider natürlich ein bisschen spät gesagt, von wegen... Ja, jetzt wird das größer, genau. Von wegen, ich muss vorsichtig sein, weil... Und dann, verdammt. Schwimmbecken gesäubert. Mal wieder. Okay. Dann packen wir den jetzt noch mit an, ein. Und schmeißen das hier mal in den Eingangsbereich rein. Damit ich das hoffentlich nicht vergessen kann, weil hier gehe ich ja jetzt wieder raus dann am Ende. Moment, das ist... Aber da steht ja, ist gesäubert, also gehe ich davon aus, dass doch keine Flecken oder irgendwas mehr übrig sind. So, okay. Müllsäcke entsorgen ist klar. Machen Sie Fotos im Keller. Genau, das sollten wir auch noch machen. Also quasi von allen Orten, sage ich jetzt mal, wo wir eine Aufgabe bekommen haben, das zu reinigen, nehme ich mal an. Machen Sie Fotos in erster Stock. Warum eigentlich hier unten nicht? Naja, aber soll mir ja egal sein. In erster Stock. Hier war ich doch schon durch, ne? Aber hier soll ich auch kein Foto machen, sondern nur da hinten. Na gut. Aber da sind wir ja noch nicht fertig, also dementsprechend werde ich hier auch noch keins machen. Das müsste wahrscheinlich nach links dann aufgestellt werden. Ja. So, können wir das jetzt sauber machen? Ja, können wir. Sehr schön. Oh, es ist ein Hardcore-Milchtrinker. Okay.
Ja, schönen Gruß an deine Knochen. So, er ist hier hingegangen, hat sich wahrscheinlich noch Pizza gegessen oder so nach getaner Arbeit. So, Blut ist aufgewischt. Das ist schon mal schön. Dann stellen wir wieder alles an seinen Platz. Was ist hiermit? Das ist wahrscheinlich Müll, ne? Ja, ich sag's mal so. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass das sein Müll ist. Aber wir räumen es halt trotzdem mal mit auf. So, Müll loswerden. Sehr gut. Dann schauen wir hier nochmal eben rein. Was ist denn das hier? Stele. Ist das Tabak gewesen oder was? Ich konnte es jetzt gerade gar nicht. Okay. Ja, nehmen wir einfach mal mit. Ist ja alles Geld. Boah, es gibt Leute, die so viel Platz in der Wohnung haben. Das ist ja Wahnsinn. Das dürften wir wahrscheinlich wegräumen, ne? Pizzakartons nicht. Ja gut, die mussten wir unten ja auch nicht wegräumen. Yeah, it literally killed them. Gamers, brace yourselves. Hallo? Wo drauf? Warum soll ich mich bereit machen? Erste Eindrücke von Retro Junk 1777. Alles Simulator, ein Sim, um sie alle zu beherrschen. Kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Explosit Soft. Solange spielen kann ich buchstäblich umbringen. Ja, in dem Fall, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt. Ne, hebe auf. Oder jetzt nur. Was ist hiermit? Ach, das gehört zum Schlagzeug. Okay. Ich sehe es gerade leider nicht. So, jetzt aber. Zack. Das dürfte der Sitz sein. Zack. Was ist mit dem Baseballschläger? Der wird wahrscheinlich so da stehen sollen, oder? Komm schon. So. Ah, schon wieder ein Mixtape. Wie ein Musiker, der die Höhen und Tiefen einer Komposition meistert, navigiert ein Anführer geschickt durch die Komplexitäten gesellschaftlicher Dynamiken und geopolitischer Herausforderungen. Up and down. So. Was ist das hier? Das ist Tee. Okay. Energy Drinks, so wie das aussieht. Der Gamer halt, ne? Wollen wir jetzt mal nichts zu sagen. Moment, dann habe ich die obere gerade nicht. Okay. Ja, Energy Drinks und Chips. Das ist unser Lebenselixier. Okay, Moment. Machen Sie Fotos in erster Stock? Ja. Wobei hier noch der Stuhl fehlt. So. Der muss noch rangerückt werden. Like no one was ever here. Und dann ein bisschen Schleichwerbung hier, ja? So, so. Okay. Gut, trotzdem machen wir jetzt mal ein Foto. Oder mehr? Nee, ein Foto. Ah, hier, genau. Okay. Jetzt darf ich doch nochmal Fotos im Erdgeschoss machen. Stelle die Möbel... Moment, Möbel wieder an ihren Platz? Hier fehlt noch was. Hä? Wo ist denn das? Ja. Ach, hier. Ach, guck mal. So, okay. Machen Sie Fotos im Erdgeschoss. Ja gut, also hier habe ich ja jetzt das Foto im Endeffekt schon gemacht. So, jetzt Fotos im Erdgeschoss. Dann nehmen wir das hier erstmal mit. So. Ich sollte hoffentlich auch nichts mehr stehen gelassen haben hier. Ach, hier kann ich Fotos machen. Okay.
schmeiße ich die Säcke mal eben mit raus, weil die müssen wir natürlich mitnehmen. Zack. Fotos. Einmal davon. Davon. Da war ja nichts. Und davon. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Ja, weiß ich nicht genau, ob ich bereit bin, aber ich hoffe doch mal. Also da der mir jetzt nichts gesagt hat, ich habe natürlich die Türen jetzt nicht zugemacht, aber ganz ehrlich, ist das verdächtig, wenn man jetzt hier die Türen offen lässt? Ich denke eher nicht, ne? Es ist höchstens verdächtig, dass man hier die Tür offen lässt. Also das würde ich schon sagen. So, Moment. Kann man die jetzt nicht hier genau zu einer großen Mülltüte machen? Dann nehmen wir die noch eben mit und ich glaube, dass wir dann theoretisch auch die Demo durch haben, wenn wir soweit sind. Wo ist das Ding? Hallo? Wieso kann ich euch jetzt nicht stapeln? Ach, ist das schon große? Oder sind das schon zwei große, glaube ich, ne? Deswegen kann ich die nicht stapeln. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, ja. Dass ich die schon gestapelt hatte, bevor ich die hier rübergetan habe. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Okay. Das waren dann alle. Jetzt würde ich nur gerne noch mal kurz gucken. Dass ich auch tatsächlich nichts vergessen habe. Und hier natürlich die Tür hinter mir schließen, ist ja klar. Ich meine, drinnen sollte das normalerweise kein Problem sein, nehme ich mal an. Ja, dann verlassen wir mal den Tatort, würde ich sagen. Blut, perfekte Punktzahl. Müll, perfekte Punktzahl. Möbel, perfekte Punktzahl. Und mit allen Beweisen, die ich gefunden habe, haben wir eine hundertprozentige Täuschung gemacht. Alle 5 Leichen beseitigt. Sehr, sehr geil. Bargeld, Schmuck. Da kriegen wir dann auch nochmal einiges an Geld dazu. Sehr schön. Danke fürs Spielen, liebe Spielerin, lieber Spieler. Danke, dass du Crime Scene Cleaner ausprobiert hast. Ja, ich habe zu danken, dass ich überhaupt diesen Prolog spielen durfte, weil ich fand ihn wahnsinnig geil. Sehr lange im Vergleich zu anderen Prologen, muss ich zugeben, aber sehr, sehr geil. Wir hoffen, dass dir diese Erfahrung Spaß gemacht hat und dass du Freunde am Reinigen des Tatort hattest. Solange es kein echter Tatort ist, ist alles okay. Leider war das schon alles, was es zu sehen gab. Aber wenn du möchtest, kannst du jederzeit das Prolog wiederholen, bis du zufrieden bist. Und denk daran, das vollständige Spiel bietet noch mehr Funktionen und mörderische Geschichten zum Erkunden. Vergiss nicht, Crime Scene Cleaner auf deine Wunschliste zu setzen. Hatte ich in der Tat schon sehr viel früher. Es gab dann aber leider keine Demo. Und jetzt habe ich irgendwo gesehen, dass wohl jemand den Prolog gespielt hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, den ziehe ich mir jetzt auf jeden Fall heute auch noch rein. Vergiss nicht, auf die Wunschliste zu setzen. Teile uns deine Erfahrungen mit, teile deine Gedanken über Crime Scene Cleaner mit uns über Steam oder Discord. Wir würden gerne von dir hören. Nochmals vielen Dank an alle und wir hoffen, dass du dich für die Vollversion entscheiden wirst. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, außer dass ich wirklich sehr, sehr großen Spaß hatte. Außer, dass ich ständig hin und her gelaufen bin, bis ich festgestellt habe, dass es oben doch ein Badezimmer gegeben hat. Aber gut, das nennt sich dann die Dummheit des Users, oder wie war das nochmal? Mit dem, was vor dem PC sitzt halt. Ich hätte natürlich die Tür auch mal früher öffnen können, aber gut. Hab mich dann noch so ein bisschen darüber ausgelassen, warum denn jemand mit so viel Geld nur ein Badezimmer hat. Jetzt wissen wir warum, weil er hatte mehrere. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt und könnt auch gerne schreiben, wie er zum Prolog steht. War der zu lang, zu kurz oder war er genau richtig? Ich persönlich, also im Vergleich zu anderen Prologen, habe es jetzt doch als sehr lang empfunden, weil es war ungefähr doppelt so lange wie ja, alle anderen Prologe, die ich jetzt im Moment spielen durfte.
Aber ich muss dazu sagen, mir war nie langweilig und ich fand es sehr, sehr, sehr toll, dass zumindest jetzt hier, ich weiß nicht, ob es bei jedem Fall so ist, dass auch immer angezeigt worden ist, was noch fehlte und dass man sich dann auch mit diesem Blick im Endeffekt aneignen konnte, was noch getan werden muss. Und ja, also das finde ich wirklich klasse, auch dass es eine To-Do-Liste im Endeffekt gab. Ich hoffe, das wird beibehalten, dass man das bis zum Ende hat, damit man dann nicht hier ganz viele blöde kleine Fehler macht oder sowas. Diese kleine Einlage, die Sprungeinlage vom Balkon fand ich auch ziemlich gut. Also spieletechnische Ebene natürlich gesehen. Ne? Wir sprechen hier nur über Spiel, nicht über irgendwelche eventuellen realen Situationen. Und ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würdet ihr davon gerne ein Let's Play sehen? Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Ich bin so angefixt, dass ich das Spiel auf jeden Fall haben möchte. Ich bin mir aber nicht sicher, wann es rauskommt. Entweder 2024 oder 2025 kommt es auf jeden Fall raus. Ich hoffe, dass nicht zu viele auf einmal kommen, weil ich habe noch einige auf der Liste stehen von den Simulatoren, die mir aber auch wirklich sehr großen Spaß machen, muss ich dazu sagen. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an jeden Einzelnen von euch, der bis zum Ende durchgehalten hat. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.